Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft mit Tim. Hallo! Hallöchen, grüß dich. Da sind wir wieder. Ja, wir sind heute auf Krawall gebürstet. Heute wird es Prügel geben. Ob wir diese Prügel kassieren oder verteilen werden, das wird sich doch zeigen. Oha, okay, ich wusste nicht, dass es Prügel geben wird. Naja, wir wollen doch jetzt diesen Dungeon da unten von entsprechenden Anwohnern befreien. War doch der Plan. Ja, ja. Aber vielleicht kriegen wir das ja auch ohne Prügel hin. Ansonsten kassieren wir spätestens dann Prügel, wenn wir eine gewisse Aufgabe angehen und zufälligerweise sogar noch in der heutigen Folge, eventuell, weil wissen wir nicht, einen Herren-Eiswanderer treffen. Und der ist garantiert auf Krawall gebürstet. Stimmt, die Aufgabe haben wir ja auch noch. Findet einen Eiswanderer. Also je nachdem. Das, ich, ne? Genau, genau. Findet und tötet einen Eiswanderer. Ach, töten müssen wir ihn auch noch. Ja, die Aufgabe ist diesmal sehr explizit. Also es würde auch reichen, wenn wir ihn aus dem Fernkampf besiegen. Ich sag mal so, wir haben einen gewissen Vorteil, seit wir unseren Unendlichkeitsbogen haben. Man könnte es tatsächlich mit Fernkampf versuchen. Ich wäre tatsächlich sogar dafür. Überraschenderweise. Habe ich mir schon gedacht. Ja. So, aber jetzt erstmal Schwert ausgerüstet. Wir müssen einen Dungeon Schwert ausgerüstet aufräumen. Was haben wir denn noch so im Inventar? Ich habe noch den Heilungstrank und ich habe eine Enderperle und ich habe eine goldene Spitzhacke mit Behutsamkeit. Genau, ich habe eine Diamantspitzhacke mit Behutsamkeit. Das ist tatsächlich entscheidend, das haben wir noch gar nicht erklärt. Und zwar befindet sich im Dungeon beziehungsweise in den Blöcken eines Dungeons mitunter mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit ein Silberfischlein. Also die befallenen Blöcke, die quasi mit einem Silberfisch befallen sind, ein anderes Wort fällt mir gerade nicht ein. Ja, sehr richtig. Den sieht man das nicht an. Das heißt, wenn wir einfach so einen Block abbauen, kann es sein, da macht plötzlich plopp, kommt da ein Silberfischchen raus und beißt und beißt und beißt, bis wir tot sind. Die sind sehr, also sie machen, glaube ich, nicht viel Schaden, aber sie machen immer wieder die ganze Zeit, beißen sie immer wieder und man trifft sie natürlich nicht so gut, weil sie so klein sind und flink. Und sie können klettern. Deswegen sind sie, und sie können sogar klettern, stimmt. Und deswegen sind sie ziemlich gefährlich. Und sie werden getriggert, wenn man Blöcke abbaut. Genau. Und spawnen in der Umgebung neue. Tatsächlich ist es so, wenn du einen Block abbaust, wo ein Silberfisch drinne ist, also das nennt sich befallener Block, aber das sieht man den ja halt nicht an. Ja. Dann ploppt da halt ein Silberfisch raus. Wenn du aber diesen Silberfisch Schaden zufügst, also dich wehrst, stimmt, dann ruft er seine Kollegen und alle in einem gewissen Umkreis kommen aus ihren Blöcken heraus und gehen auf dich los. Also wie Bienen quasi. So wie Bienen. Würdest du eine Biene, kommen sie alle. So wie diese Schweine im Nether. Die waren stimmt, ja genau die sind ja auch so nachtragend. Stimmt. Ja, die beschützen halt ihr Volk. Ja, es ist trotzdem ziemlich lästig. Deshalb ist der Tipp, einen befallenen Block, oder in dem Fall bauen wir pauschal alle Blöcke, mit einer Spitzhacke ab, die Behutsamkeit hat. Dann droppt nämlich der ganze Block so, wie er ist, ohne sich zu verändern. Und es kommt kein Silberfisch bei raus. So jedenfalls die Theorie. Okay. Wir müssen erst mal schauen, ob nicht irgendein Update diese Mechanik zerschossen hat. Dann würde ich aber vorzugsweise eher mit meiner goldenen Spitzhacke das machen, weil die Diamantenspitzhacke ist ja doch ein bisschen zu wertvoll. Ja, ganz genau. Als dass wir sie nicht dauerhaft dafür verwenden wollen würden. Und die Goldspitzhacke ist ja jetzt nicht so wertvoll für uns. Dann bin ich heute also dein Beschützer, während du abbaust? So ungefähr. Okay, okay, okay. Ich bin. Bist du bereit? Okay, ich komme ja nicht drum rum, ne? Gut, dann. Wir müssen ja in den Dungeon. So. Oh Gott, oh Gott. Hier ist es auch schon. Let's go, würde ich sagen, oder? Was denn? Hier gibt es gar keine Schalter. Nee, die Tür muss man abbauen. Nein, warte, ich hätte auch einen Schalter craften können. Ach, Quatsch. Was ist, wenn in der Tür ein Silberfisch ist? Wollen wir erstmal rechts lang gehen oder erstmal links? Was gefällt dir besser? Moment, ich. So. Das ist aber eine klare Antwort. Dass uns nichts in den Rücken fallen kann. Hier ist nichts.
Und ein bisschen ausleuchten sollten wir hier auch, sonst spawnt hier noch was. Oh, hier ist eine Truhe. Nicht, dass das eine Fallentruhe ist. Es gibt Fallen? Weiß ich nicht, aber sieht nicht so aus. Sieht noch eine normale Truhe. Oh, da ist eine Enderperle drin. Was? Hui, da war eine Enderperle drin. Wie gut. Das ist ja super. Genau das, was ja, perfekt. Wir brauchen. Ach, hier geht's noch weiter. Hier geht's weiter. Vorsicht, da ist was, oder? Da sind Filermäuse. So, erstmal gucken, ob hier irgendwas ist. Durch Eisentüren können sie ja nicht kommen, oder? Nee. Denke nicht. Man kann sich hier sehr schnell verlaufen. Das ist, oh, das ist auch der Sinn der Sache. Hm. Wo wollen wir lang gehen? Rechts oder links? Ach, hier ist ja ein Schalter. Oh, da ist ja einer. Hier ist ein Schalter. Ja. Die hat einen. Ja, dann gehen wir erstmal da rein. Ja. Ich höre ein Skelett. Hey! Ich habe irgendwo ein Skelett gehört. Ja. Oh, hier geht's eh nicht weiter. Alles klar. Also ich kann noch mal kurz gucken, ob da irgendwas kommt, aber ich glaube nicht. Ah doch, da ist was. Oh, das ist Spinne. Welche Art von Spinne? Normale. Okay. Glaube ich. Skelett? Skelett. Ich kann nichts machen. Ja, alles gut. Er kann da auch nichts machen. Na komm. Okay, er ist weg. Aber die Spinne ist noch da. Soll ich sie beschießen? Ich muss erst mal gucken, wo sie ist, weil sie ist nach oben an die Decke gekrabbelt. Oh nein. Das machen Spinnen. Oh, nee. Okay, ist eine normale Spinne. Du hast dir den Rückweg verbaut. Ja, ich sehe es. Geh mal da weg, dann baue ich dir den Rückweg. Ja. So. Okay, ich leuchte hier hinten aus. Zwei Spinnen. Oha. Noch eine Spinne? Ich höre sie auf jeden Fall. Die ist genau unter dir. Skelett? Hier ist Eisen und Wasser. Soll ich das Wasser runterlassen? Du. Ne, um die Spinne einzuklemmen und dann. Nee, die ist ja. Nee, die wird sie nicht. Sie hängt ja an der Decke. Irgendwo ist da noch ein Skelett, aber ich glaube, das kommt nicht durch die Tür. So. Aber bevor wir da jetzt runtergehen, würde ich sagen, den anderen sichern wir kurz einmal hier hinten nochmal kurz. Oh, shit. Bist du reingefallen? Ja, aber ist nichts passiert. Da können wir. Oh nein! Oh nein! Warum hast du denn nicht? Komm hier hoch. Wir müssen fliehen. Sorry, das tut mir leid. Das, ausgerechnet, dass ein Befallener ist. Komm. Müssen wir den jetzt töten oder was machen wir jetzt? Wir dürfen ihn nicht töten, sonst kommen sie alle. Ja, aber wer muss ja getötet werden? Lauf! Wo willst du denn hin? Außer Reichweite. Und dann kannst du ihn töten. Komm. Aber was? Komm. Er ist doch jetzt hinter der Tür. Wo willst du hin? Ach, der kann keine Türen benutzen? Nein. Wie soll er denn den Hebel betätigen? Er ist hier hinter der Tür. Hm. Gehen wir erstmal hier lang. Aber die spawnt ja nicht. Vielleicht ja doch. Hier, da ist ein Skelett. Irgendwo. Soll ich die Tür aufmachen? Ja. Okay, kein Skelett. Das Skelett ist hinter der Tür wahrscheinlich. Ah, nee, da ist Skelett. Die haben mich auch noch getroffen, Mensch. Okay. Ach, das ist die Tür. Warte, nicht, dass der Silberfisch kommt. Ah, das ist die Tür, du hast recht. Aber nee, der ist ja nicht mehr da. Der ist ja da oben jetzt. Der kann da ja gar nicht kommen. Sicher? Ja. Es ist halt echt wie ein Labyrinth aufgebaut, ne? Wir müssen da echt ein bisschen aufpassen. Ich habe jetzt schon keine Ahnung. Also wenn Silberfisch kommt, weiß ich nicht, wohin wir rennen sollen. Ja, weg. Warte, wo bist du? Ah, warte mal, hier ist der Gang. Warte mal, ja, ich bin wieder zurückgegangen. Dann sag das doch. Guck mal, wenn wir hier reingehen, dann geht's hier hoch, wo wir jetzt eben waren. Ach ja, der Schacht. Das ist dann der hier, dann ist das schon mal geklärt. Der hinter der Tür. Kann es aber noch nicht hören.
Hinter welcher Tür? Hinter der hier. Ach, da ist es. Ich sehe es. Soll ich aufmachen? Warte. Erst mal spotten. Da drüben geht's weiter. Das heißt, von dort könnte uns... Wir locken es hier rein. Wir gehen nicht rein. Lass es hier reinkommen. Brunnen. Wie sieht's mit deinem Leben aus? Du hast einen Pfeil im Kopf. Ich hab volle Herzen. Okay. Ist das das? Nee, das ist nicht das Portal. Nein, das sieht ganz anders aus. Das kannst du mir glauben. Ich dachte, vielleicht muss man ins Wasser springen und dann kommt man nach Narnia. Nicht Narnia, Entschuldigung. Ins Ende. Ach nee, Narnia war ja ein Kleiderschrank, kein Brunnen. Hier sind wieder diese Kristalldinger. Nicht abbauen. Doch. Nein, das nimm Behutsamkeit. Nicht. Aber glaub mir, das gehört nicht zu dem. Ja, aber wir wissen nicht, was die befallen können. Was ist, wenn die in solchen Blöcken auch sein können? Findest du? Das ist Minecraft, rechne mit allem. Also, du weißt schon, dass da so Monster sein könnten? Ja. Sind aber nicht. Noch nicht. Spielt eine Melodie, wenn wir drüber laufen. Hä? Ich höre nichts. Auch wenn ich drüber laufe, macht es so Geräusche. Ding, ding, dong, ding, ding, dong, ding. Habe ich es immer noch zu leise? Ich höre nichts. Oh nein. Was heißt oh nein? Hier ist eine Mine. Dann komm zurück, wir machen sie zu. Ich höre Spinnen, nein, komm zurück. Hier ist nichts. Ja, hier ist aber nichts. Komm zurück. Ja, sie ist doch nichts. Ich leuchte ich nur auf. Ich höre eine Spinne. Ja, die sind aber hinter uns, also hinter diesen Mauern hier. Ja, komm zurück. Wir wollen jetzt keine Mine machen, wir wollen Dungeon machen. Ich will aber nur ausleuchten. Oh mein, oh Gott. Kommst du jetzt bitte? Ich muss mit der normalen Spitzhacke abbauen, weil die Goldspitzhacke ist schon nach 3 Schlägen oder so kaputt. Die geht extrem schnell kaputt. Das ist sogar schnell zu rufen. Zur Sicherheit, die Spinnen hört man nicht von ungefähr. Hier geht's nicht weiter. Das ist ja... Nein, oh Gott. Oh. Nimm doch bitte oder sag mir... Ja, ich wusste doch nicht, dass da so ein Block ist. Nein, generell, alles hier waren wir schon. Könnte befallen sein. Nein, das sind nur diese Blöcke. Nein, okay, alles. Sind hier. Okay, ich weiß, wo wir sind. Die können auch in Erde stecken. Nein. Doch. Die sind nur in diesen Blöcken hier. Willst du mir glauben oder deine... Ich kann nicht die Goldspitzhacke nehmen, die ist nach 3 oder 4 Schlägen jetzt schon kaputt. Na, dann sag mir Bescheid, ich habe doch noch eine Behutsamkeit. Dafür haben wir doch beide eine. Hörst du mir noch zu? Ja, ich höre dir noch zu, und ja. Warum baust du dann weiter ab? Weil diese Blöcke nicht davon betroffen sind. Das sind nur diese hier. Nein, die können auch in normalen Blöcken stecken. Das glaube ich nicht. Willst du nachgucken? Ja. Okay, dann bleib kurz stehen. Hier ist Esakasse und guck nach. Wieso? Ich gucke nicht jetzt nach. Ja, jetzt brauchen wir die Info. Ja, aber... Geh im schlimmsten Fall vom Schlimmsten aus. Die sind überall. Fallende Steine steht hier. Also es ist auf jeden Fall nur Stein. Es sind definitiv nur Steinblöcke. Nur Steinziegel, Bruchstein oder Stein. Kein anderer Block. Du hast gerade Bruchstein abgebaut. Du hast Glück gehabt, dass da keiner drin war. Okay. Aber dann musst du das jetzt abbauen. Ja, das habe ich ja schon gesagt. Ich kann sie natürlich abbauen, aber also dann verlieren wir dann die Goldspitzhacke. Dann verlieren wir so. Brauchen sie ja wahrscheinlich eh nicht. Da waren wir doch gerade. Ja, ich muss mich erstmal kurz orientieren. Muss mich kurz resetten. So. Also in Erde können sie nicht stecken? Nein, können sie nicht. Mhm. Da sind wir auch runtergekommen. Was war das? Oh Gott, ist das ein Labyrinth? Warte mal, dann gehen wir da aber nochmal hoch. Und dann ständig so, diese Eisentüren. Hier war das. Hier, ich muss mich kurz orientieren, warte. Ja, ich folge dir aber lieber. Das hier ist ein Labyrinth. Wenn ich dich verliere, war es das. Okay. Dann wieder hier lang. Oh Gott.
Ich hab mich erschrocken vor der Fledermaus. Ich hab mich erschrocken, weil du plötzlich dich erschrocken hast. Tut mir leid, das war sehr erschrecklich. Für mich auch. So, dann haben wir da unten eigentlich alles abgeforstet. Also können dann geht's jetzt hier weiter. Türen können also Silberfische aufhalten. Ja. Das ist eine interessante Offensichtlich. Erfahrung. Offensichtlich. Oh, hier ist viel. Ich höre ein Skelett. Ist das verwirrend? Erstmal hier reingehen. Du hast gesagt, das könnte eine Falle sein. Oh, was haben wir denn da? Nee, offensichtlich sind sie das doch nicht. Die Sachen kann ich eh nicht mehr aufnehmen. Ich bin ja voll. Warte mal, ich kann aber auch ein paar Sachen ablegen, die ich nicht brauche. Kannst ja mal reingucken. Da ist da so eine Template drin. So eine Vorlage. Oh. Ja. Da ist was Interessantes da unten. Okay. Goldener Apfel, noch ein Helm und ein Schwert. Ich weiß nicht, ich kann das eigentlich nicht alles mitnehmen. Wir sind irgendwann voll. Die Helme lassen wir drin. Mit denen können wir eh nichts anfangen. Oh, eine Spinnen. Bibliothek. Nee, hier sind keine Spinnen. Eine verlassene Bibliothek. Aber hier sind Spinnenweben. Ja, das ist einfach nur, damit man denkt, aussieht, dass, damit so aussieht wie verlassen. Hier geht eine Treppe hoch, die könnte man hochgehen. Da ist, glaube ich, eine Kiste oben. Hier sind keine Monster? Nein. Würdest du ja auch hören. Das ist eigentlich ganz praktisch. Man könnte eigentlich alle Bücher abbauen, wenn man Bücher braucht. Aber Magie haben wir inzwischen. Richtig. Aber hier ist auch... Ach nee, da hinten ist die Truhe versteckt. Das ist voll cool. Ach da! Versteckte Truhe da. Und auch richtig hübsch. Da ist auch eine Truhe bei dir. Wo? Da. Ach da! Oh, auch ein schön versteckt. Oh, da sind lauter Bücher drin. Oh, und... Noch ein Template, das kannst du, glaube ich, aufnehmen und ein Verzauberungsbuch. Ja, ich habe auch ein Template. Was lasse ich denn hier? Ja. Da müsstest du einmal darauf gehen, vielleicht kannst du es decken. Ja, die stecken sich, cool. Ja. Ja, super. Soll ich die Spitzhacke mitnehmen? Nee, die habe ich da reingetan, weil ich genug dabei habe. Ich habe sie gefunden vorhin. Ach so. So, dann haben wir, glaube ich, alles hier, oder? Ich sehe keine weiteren Truhen. Cool. Bin ich jetzt schon in jedem Gang gewesen? Nee. Hier waren wir ja zum Beispiel noch nicht. Ah, ich höre einen Zombie. Zombie? Von hier rechts irgendwo. Ja. Irgendwo hier unten, glaube ich. Ich glaube, von hier unten, ne? Aber da waren wir ja schon. Wo bist du? Ich hab dich verloren. Hier. Oh. Ich bin neben dir. Das seid schon. Du warst nicht neben mir, du warst gerade einen Gang unter mir. Hier ist noch dunkel, hier waren wir noch nicht. Nee, genau, hier waren wir noch nicht. Und von hier höre ich einen Zombie. Aber ich sehe keinen. Ich höre so. Oh Gott, der ist irgendwo, hier. Der ist irgendwo anders. Der klingt hier ganz nah. Kannst du hier nochmal abbauen? Die Stellen hier? Hier? Nee, also hier, da wo die Fackeln dranhängen. Von da hinten kommt irgendwo ein Zombie, ist der Gang ausgeleuchtet? Da kann ich die Tür durchgehen. Achso, ja, nee, ist ja richtig. Oh, da ist was. Ja. Es geht nach unten. Nach unten? Da waren wir, glaube ich, schon, da hängt eine Fackel. Zeig mal. Ja, da waren wir schon. Okay, und hier? Wahrscheinlich dasselbe, ne? Ja. Ja, da waren wir schon. Okay. Aber hä? Sind wir jetzt nicht schon überall gewesen? Wo ist dann der Zombie? Das ist tatsächlich komisch. Dann ich höre ihn von hier. Irgendwo hier. Er ist über oder unter uns. Ja, du kannst ja mal abbauen, mal gucken. Ich glaube, nee, ist unter uns, glaube ich. Ich habe so das Gefühl, dass er unter uns ist. Hä? Oder über uns? Oh, hier ist es noch zappenduster. Dann ist da noch was. Oh ja, dann ist da noch ein Gang. Dann mach mal auf. Oh, ein Creeper! Was? Wo? Direkt da, wo du aufgemacht hast. Steht einer. Guten Tag, Herr Creeper. Hab ich gar nicht gesehen.
Oh, nichts passiert. Kein Silberfisch. Was passiert, wenn ein Creeper die Blöcke abbaut? Nur mal so gefragt. Dann kommen 20 Millionen. Ach, das ist wieder so ein Gang. Die Frage ist, führt er da unten irgendwo hin? Warte mal, wir hätten hier hinkommen können. Den Gang hatten wir tatsächlich hier von hier hinten noch nicht gemacht. Haben wir nicht? Genau, haben wir nicht. Ich bin verwirrt. Alles gut. Ah! Ich hab sie! Ah, da sind sie. Warte, warte. Was ist die denn da? Wollen wir nicht erst ausleuchten? Dann spawnen jedenfalls keine neuen. Oh, die spawnen doch sowieso nicht direkt unten hier. Vorsichtig, wir haben irgendwo einen Enderman gehört, ne? Ja. Soll ich da abbauen, dass wir da reingehen können? Ja, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist nur ein Block. Da war aber so eine kleine Kammer hier unten. Das ist ja verrückt. Da ist auch nichts, glaube ich, da drunter, ne? Ich müsste richtig viel abbauen, damit das... Ne, da ist auch nichts, glaube ich. Oder? Warte mal. Irgendwas? Nee. Ah, jetzt kommen wir in unseren Gang rein. Das ist ja komisch. Aber da gehen mehrere Gänge lang, oder? Nee, ich glaube nicht. Hier links geht er weiter. Echt? Nee, der endet aber auch. Das ist einfach nur unter der Treppe, so ein Zwischenraum unter der Treppe. Okay. Oh, hier ist verwirrend. Verwirrende Gänge hier. Höhle. Skelett. Oh ja, Skelett kommt. Skelett fällt. Und kommt. Ich sichere den Rückweg. Jetzt ist Rückstoß von Nachteil. Los, komm wieder her. Tot. Aber ich würde sagen, hier gehen wir nicht rein in die Höhle, oder? Es nützt uns gerade nichts. Wir wollen eigentlich den Portalraum. Richtig. Ich hoffe echt, dass wir den finden. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist ein Dungeon ohne Portalraum. Gibt's sowas auch? Nee. Kannst du hier nochmal ein bisschen abbauen? Ah. Ja. Aber da wären wir doch eh lang gegangen. Wir sind doch durch die eine Tür noch nicht durch. Ich sehe deinen Namen, Bitte? Du bist gleich da. Ja. Ja. Du hast recht. Kannst du da einmal gucken, was da oben ist? Also abbauen? Abbauen? Ich wollte gerade zumachen. Nee, ich wollte einmal hochgehen. Das ist doch die Höhle, die wir eben nicht machen wollten. Sicher? Ja. Sicher? Ja. Sicher? Guck gerne nach, wenn du mir nicht glaubst. Nee, was anderes. Aber auf jeden Fall nicht der Dungeon, den wir wollen. Nee, das nicht. Aber ich wollte trotzdem gucken, ob es hier vielleicht irgendwo weitergeht. Oder ob Kohle da ist. Es nicht. Oh, okay, ich habe übrigens keine Fackel mehr jetzt. Jetzt bin ich out of Fackel. Nichts? Ich glaube, ja. Hi. Hi. Oh, hier ist aber noch dunkel. Ja, da musst du noch einmal den Fackeln setzen. Ich habe ja keine mehr, leider. Dieser Tansch macht mich fertig. Ah, Kohle. Hier ist Kohle. Ah, sehr gut. Die darf ich jetzt aber nicht mit Behutsamkeit abbauen. Nee, den machen wir natürlich jetzt ohne. Und da sind ja keine. Definitiv keine drin? Nein, definitiv. Vorsichtig, dass du nicht aus Versehen... Okay, warte. Huch, ich habe die Kohle gar nicht aufgenommen. Ja, weil du keinen Platz mehr hattest wahrscheinlich. Hallo, Kohle? Ach da.
Du hast jetzt alle Fackeln. Alle? Nee, du kriegst auch wieder welche. Warum beide welche? Dann gehen wir einmal kurz hier hoch, die Kiste holen. Was, schon wieder Enderaugen? Nein, guck mal rein, was da drin ist. Als ob die das wussten. Das haben das die mit Absicht gemacht. Das ist aber nett. Das ist ja mal richtig nett. Das ist nett, aber ist natürlich jetzt ein bisschen witzig, ne? Weil wir gerade Kohle brauchten und abgebaut haben. Komm schon, runter. Geh runter. Warum gehst du nicht? Das jetzt gehst wirklich. Du. Verrücktes Minecraft. Aber wenn es jetzt hier nicht weitergeht, sehe ich das, glaube ich, richtig, dass wir jetzt wirklich alles abgearbeitet haben, oder? Ich habe schon längst eigentlich das Gefühl gehabt, dass wir alles abgebaut haben. Wenn wir diesen Portalraum nicht finden, haben wir ein massives Problem. Dann wird uns doch das Enderauge immer hierhin führen, auch wenn hier gar kein Portal ist, oder? Richtig. Ja. Aber er hätte uns doch nicht hierher geführt, wenn es hier kein Portal gäbe. Genau, bau da mal runter. Was kommt da? Stein. Also Stein. Nichts. Stein. Ah. Nee, hier ist hundertprozentig ein Portal. Das garantiere ich dir. Also ich glaube, es gibt keine. Wo bist du? Gibt keine Festungen. Ach. Gibt keine Festungen ohne Portal. Gibt's nicht. Aber wo ist es dann? Haben wir uns wirklich vertan? Ist hier irgendwo noch was, was wir nicht erkundet haben? Mal hier. Hier darf ich doch abbauen, oder? Riskierst lieber nicht. Zu spät. Du willst das hier Format. Du willst das Format beenden, oder? Nein, ich will das Format. Quatsch, warum? Ist ein Risiko, no risk, no fun. Das ist kein Fun. No end, no, no silver, no fish. Lassen wir das mit dem Englisch. Also so eine Kristallhöhle brauchen wir ja auch nicht, ne? Nee, ich geh mal die Treppe hoch. Wo kommst du, oder? Ja, ich muss mich da zurückbauen wieder. Okay. So. Wie ärgerlich. Wie verwirrend. Wie ärgerlich. Wie verwirrend. Wie ärgerlich. Autsch. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Diese Wendeltreppen immer. Don't fall down. Tja, und hier sind wir wieder am Startpunkt. Hm. Und auf der anderen Seite dieses Startpunkts waren wir ja schon. Von hier aus kamen wir. Das Keller geht nach draußen. Und hier sind wir als erstes langgelaufen. Also ich meine, wir können natürlich jetzt nochmal hier an diesen Stellen immer nochmal buddeln. Musst du natürlich immer machen, aber das wären jetzt nochmal die Überlegungen, ob wir da immer nochmal ein bisschen durchbuddeln und gucken, ob da was kommt. Das haben wir ja. Oder ist was, ne? Ist nee, was. Es ist nur der Block. Ich schätze mal, ich baue mich hier gerade durch den Boden. Was war das? Was war das? Ich glaube Silberfische. Ich glaube auch. Aber ich habe, also wir haben ja nichts abgebaut. Also, Nee, die zischen ja manchmal. Eigentlich. Wir haben das ja letzte Folge schon gehabt, dass sie schon gezischt haben, obwohl wir nichts gemacht haben. Und du musst aufpassen, ich höre Lava. Ich auch. Da war es wieder. Ich glaube, hier ist noch was. Ja, da ist noch was. Nee, da war. Oh, da ist es! Es ist da! Echt? Es ist direkt hier am Startpunkt! Was? Da ist es! Und da musst du aufpassen, du musst weggehen. Ich glaube, die Silberfische sind dann nämlich auch so. Warte, pass auf, wir machen das anders. Wir müssen auch ein bisschen höher. Warte, wir gehen von hier raus rein, würde ich sagen. Aber warum sind das Silberfische? Warum? Wir haben keine. Ich glaube, ja, am Portal sind die, glaube ich, von sich aus so. Ja, die Tür ist direkt hinter den Mauern. Warte, sie werden doch von Türen blockiert, ne? Ja, genau. Ich gucke jetzt erstmal. Oh, da ist einer. Da ist halt einer hinter der Tür. Aber steht da. Was machen wir jetzt? Wir dürfen ihn nicht töten. Aber wie wollen wir es denn sonst machen? Auf jeden Fall nicht töten. Also, warte, wir dürfen ihm keinen Schaden zufügen. Er muss mit einem Schlag sterben. Aber das können wir halt nicht garantieren. Haben wir Lava dabei? Aber ich höre Lava. Okay, du hast doch Eisen gefunden. Warte mal, wir müssen jetzt improvisieren. Okay. Wir können? Oh nein, ich habe nicht mehr genügend Holz für ein Crafting Table. Nicht? Ich hab aber alles, das macht nichts. Ich habe alles. Das macht doch nichts. Hier, guck mal, hier hinten ist doch direkt der Ausgang.
Wenn wir hier einfach wieder hochgehen, sind wir erstmal wieder draußen. Okay. Warte, dann könnten wir ihn ja doch. Warte. Dann nehmen wir ihn mit. Dann sind wir außerhalb der Reichweite und, wo war das nochmal? Aber du willst jetzt also wegrennen, oder was? Ja, wir rennen einfach nur weg. Wir locken ihn raus. Schnell. Ja, aber er selber macht ja nur ein halbes Herz. Er ist bereit? Nicht mehr hier. Er ist nicht mehr hier. Wir müssen ihn triggern. Ohne ihn zu hauen. Also soll ich die Tür aufmachen und sobald er kommt, einfach hochrennen? Ja. Den Weg wirst du finden? Du wirst dich nicht verlaufen? Ich folge dir. Also muss ich vorangehen? Wenn du den Weg kennst, muss ich dir folgen, ja. Aber nicht, dass er dann auf dich raufgeht, der selbe Fisch. Na dann, dann muss ich ihn anlocken und du gibst mir den Weg vor. Ist das ein Plan? Weißt du den Weg noch? Ja, ich weiß den Weg. Okay. Du musst mir einfach nur folgen. Das ist ein Spawner. Das ist ein Silberfisch-Spawner. Ja. Wenn wir den jetzt kaputt machen, kommen jetzt welche, oder? Ich weiß es nicht. Wir müssen ihn nicht kaputt machen, oder? Wir müssen das machen. Ja. Das Ding ist, die Silberfische sind offensichtlich die Spawner. Und hier ist das Lava an den Seiten. Ja, aber jetzt erstmal den Spawner, oder? Also machen wir den kaputt. Und wir rennen weg, wenn sie kommen. Wir rennen weg. Ist keiner. Doch, ich höre aber einen. Ich höre auch einen. Irgendwo ist hier, glaube ich, einer. Ist hier noch ein Spawner? Vorsicht, nicht die Lava. Nee, ich passe schon mal. Wo ist denn der? Nee, der ist hier nicht. Oder man hört sie nur, obwohl sie in ihren Blöcken noch drin stecken. Oh. Das ist mal das Portal. Okay, das ist man das muss, Portal. Man muss aufpassen, weil es direkt in Lava da unten geht. Wer denkt sich denn? Und es fehlen tatsächlich können wir das insgesamt 10. Ja. Ich weiß nicht, ob das Portal dann noch funktioniert anschließend. Also ist das Portal daran gebunden, dass da unten Lava ist? Ich würde es lassen, zur Sicherheit. Aber was ist, wenn man... Werden wir ja nicht. Sobald das Portal offen ist, werden wir nicht in den Lavasturz fallen können. Das ist aber auch keine unendliche Lava, oder? Nein, ist keine unendliche Lava. Okay, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja. 10 Lohnrouten und 10 Ende. Ah! Was war das? Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Du hast eine Enderperle benutzt und du wurdest teleportiert, ne? Aha. Ich dachte, ich probier's mal, ob ich den reinsetzen kann. Man hat doch an der Textur gesehen, dass die andere Perle damit gemeint ist. Das Auge, ja. Warte mal, es ist Mittag. Ja. Sollen wir hier eine Nacht verbringen? Aber wir müssen ja eh noch warten, bis es dunkel wird. Das dauert ja noch ein Weilchen. Ja, dann warten wir das kurz. Also willst du Endermänner machen, oder wie? Na, gucken wir jetzt, weil jetzt der halbe Tag schon... Wow. schon der halbe Tag rum ist, gucken wir, dass wir wenigstens jetzt noch ein paar Endermänner kriegen. Beziehungsweise ihre Enderaugen. Und dann gehen wir zurück. Okay, ja, können wir machen. So, wir haben ja gelernt, wir schmeißen den Müll ins Wasser. Nein, tun wir nicht. Denn da, wo die friedlichen Fische... Die Tintenfische essen Bruchstein. Wir haben sie gefüttert. Wir sind die Bösen in dieser Welt. Nein. Es kommt immer wieder darauf Ende drauf. Wir sind nur schlechte Spieler. Das hat nichts darüber zu sagen, ob wir gut oder schlecht in dem Sinne sind. Wir sind einfach nur schlecht im spielerischen Sinne. Schlechte Sinne. Ist doch gar nicht wahr. So, jetzt kommen hier ganz viele Zombies. Skelett ist auch schon da hinten noch anfragt. Hier haben sich zwei Zombies in einem Boot zusammen reingesetzt. Dieses Boot ist bereits reserviert. Bitte steigen Sie aus. Der Sitzplatz des Bootes ist reserviert für einen Enderman. Aber die ganzen Erfahrungspunkte. Ist jetzt erstmal egal. Will sie haben. Du gehst da jetzt nicht runter, um zu sterben. Will sie haben. Gib mir Erfahrung. So, bald wird's auch wieder hell. Schade.
Es war ein Versuch wert. Ohohoho. Das ist so schade. Sie kommen bestimmt noch. Nur nicht in dieser Nacht anscheinend. Dich holen. Redest du gerade mit dem Enderman? Während du schläfst, werden sie dich kommen holen. Überraschen. Wer denn jetzt? Wir? Nein, die Endermänner. Warum sollten sie warten, bis wir schlafen? In Horrorfilmen ist das doch so. Ja, Eiswanderer, wie gesagt, dann beim nächsten Mal, würde ich sagen. Genau. Wir räumen jetzt erstmal unsere Taschen leer. Ziehen ein kurzes Fazit, wie viele Enderaugen uns jetzt noch fehlen und wie viele Lohnrouten uns theoretisch fehlen. Alle. Und gehen nächste Folge einerseits das mit dem Eiswanderer an. Andererseits, wenn wir sowieso noch mal Lohnrouten brauchen, könnten wir auch vorher noch zum Netherportal die Lohnrouten holen und auf dem Rückweg in dem Eisbiom übernachten und gucken, ob dort ein Eiswanderer spawnt. Ja, tut mir leid, dass es nicht ganz so spannend war. Um Gottes Willen, ich bin echt froh, dass es nicht spannend war. Ich bin damit sehr glücklich. Dass du froh bist, ja, das weiß ich. Aber ich habe natürlich schon gehofft, dass es ein bisschen mehr abgeht, aber... Du wolltest Konfrontation. Ja, aber es ist okay. Ich bin ja auch zufrieden, dass es so lief. Und das Witzige ist ja wirklich mal, dass direkt da, wo wir runtergebuddelt haben, dass dort schon das Portal war und die Tür einfach mal versteckt hinter einem Block. Das fand ich auch richtig mies. Ich hoffe, das ist nicht in jedem Endding so. Nee, das definitiv nicht. Das ist wirklich zufallsgeneriert. Das ist aber ein sehr schlechter Zufall, der da generiert hat. Absolut. Ich finde das auch echt ein bisschen fies. Aber umso mehr sollte man immer aufmerksam sein, wenn man sowas besichtigt. Ja. Und immer ein bisschen durch die Wände bauen tatsächlich. Jawohl. Das war jetzt generell einfach nur die Information. Alles gut. Ich fühle mich schuldig, weil ich immer nur durchrushen möchte und möglichst schnell rein und raus, so in der Art. Ich war doch derjenige, der die ganze Zeit durchgerusht ist. Na, mit Ausleuchten und allem, ja, das muss doch schnell gehen. Ja. Aber wir kommen schon wieder ins Quatschen und es wird auch schon wieder dunkel. Also, nächste Folge gehen wir nochmal in den Nether, besorgen die letzten Lohnrouten, die fehlen. Und gehen auf dem Rückweg durch das Eisbiom, beziehungsweise verweilen im Eisbiom über Nacht und gucken, ob wir dort so einen Eiswanderer sehen und vielleicht sogar treffen in der Folge. Mal gucken. Ich will nicht zu viel versprechen. Ich will sagen, das war's für diese Folge und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Tschüss.